Hallo, willkommen bei Klaus Grill, Feins Grill Barbecue. Heute gibt es einen neuen Thermometer im Test, und zwar dieses hier, den Inkbird EBT6X. Und ob das was taugt, zeige ich euch gleich. Viel Spaß dabei. Lieferumfang ist praktisch dieses Gerät hier. Und da sind die Kabel mit den Fühlern dran. Die Fühler sind vorne so ein bisschen angespitzt. Das finde ich persönlich sehr schön. Da macht man sich nämlich nicht so einen Riesentunnel ins Fleisch. Und haben hinten hier direkt so ein zum Anfassen so ein bisschen geriffelt. Das mit Handschuhen kriegt man super rausgezogen. Also ihr seht, die sind auch schon so ein bisschen, die haben schon Farbe angezogen. Also die waren auch schon im Einsatz. Und haben sich bis jetzt ganz gut geschlagen. Was man natürlich sagen muss, bei Thermometern hinten immer der Punkt, da wo das Kabel reingeht, da ist der Punkt, wo die früher oder später mal den Gas aufgeben werden. Ich hatte jetzt etliche Mal im Einsatz und die haben bis jetzt erhalten. Allerdings muss man sagen, ja, die Fühler sind halt so immer Verschleißteile bei so Funkthermometern, egal welches Hersteller ist. Also da kann man ja immer schon mal damit rechnen, dass man früher oder später mal Ersatz braucht. Das Schöne daran ist allerdings, wir haben hier einen, der hat 6 Anschlüsse. Schon 4 dabei, und für den normalen Betrieb können hier 2 ausfallen, und ich sag mal, für den Pulled Pork kommst du immer noch als Garumfühler, und eins für den Pulled Pork kommst du mit eben immer noch praktisch mit 2 Sohn zurecht. Das ist ganz nice. Du hast praktisch hier das Gerät, schaltest da an. Mal ein bisschen drücken. Da kommt da an. Und dann zeigt er dir die durch. Also 1, 2, 3, 4 die Fühler. Und Fühler 1 hat 13 Grad. Fühler 2 21 Grad, weil den hatte ich gerade in der Hand gehabt. Fühler 3 15 und Fühler 4 16 Grad. Ich habe mir schon mal angeguckt, wie die aussehen, die Fühler, von der Temperaturunterschiedlichkeit her. Und wir haben so ungefähr 2 Grad Unterschied. Also man muss sagen, für ein Steak, naja, da sind 2 Grad schon ein bisschen kritisch. Ich würde sagen, beim Pulled Pork kann man damit leben. Ich habe es auch mal in heißes Wasser drin gehalten. Also die sind relativ genau, also haben diese 2 Grad Toleranz, die die haben. Gut, es geht nicht um Leben und Tod, es geht nur um Grillen, und dann ist es verschmerzbar. Was auch sehr verschmerzbar ist, finde ich, ist der Preis von dem Gerät, weil wir haben hier eben mit 6 Anschlüssen und 4 Fühlern und Bluetooth 4.0 und liegen dabei unter der magischen 50-Euro-Grenze. Aber wenn man sieht, was andere Hersteller da aufrufen für Thermometer, muss man sagen, ist wirklich ein Schnapper. Und du hast hier praktisch das Gerät und hast hier unten nochmal so eine Halterung zum Hinstellen. Die hat allerdings jetzt kein Magnet oder so dran, sondern die ist bloß zum Hinstellen. Und kannst nicht nur da abmessen, sondern da ist auch, die kannst du auch über das Telefon steuern. Und ich öffne mir mal rasch die App. Und zwar habe ich die, was mir sehr gut gefällt, verbinde ich das Ding hier mit der Grilleye-App. Das ist praktisch die App für das erheblich teurere Thermometer. Und ja, da kann man das direkt verbinden. Jetzt sagt er keine Verbindung, jetzt müssen wir erstmal herstellen. Ja, kurz mal die Bluetooth-Einstellung. Und da mache ich das, zeige ich euch gleich. Tja, und wie so immer stehe ich da und warte und muss sagen, liegt jetzt nicht an dem Gerät, sondern liegt an meinem Handy. Falls mal irgendeiner von euch auf die Idee kommt, sich ein iPhone 7S Plus zu kaufen, lasset, weil das Bluetooth von dem Scheißding ist wirklich, also geiles Telefon, aber das Ding ist zum in der Ecke feuern, und ich werde mir jetzt das Telefon von meiner Frau holen und werde das mit dem Gerät koppeln, weil das funktioniert, weil der tut sich mit meiner Teufelanlage neuerdings seltsam, und muss ich sagen, ein 1000 Euro Handy, was nicht schafft, sich mit dem Thermometer zu verbinden, ja, bin ich leicht angenervt, aber wie gesagt, eher von dem Gerät als von dem anderen, ich hole mal ein anderes Telefon. Also, das Leben ist schön, funktioniert auf dem iPhone 6 jetzt an der Stelle hervorragend, und siehst hier schon die einzelnen Fühler, den wir in der Hand haben, da hier oben die anderen, und ja, die Temperatur steigt jetzt hier beim Filmen drin so ein bisschen an, und das ist sehr schön, und man kann sich hier aber auch noch so Kurven anzeigen lassen. Und zwar, wenn man darauf geht, sieht man hier unten so eine Temperaturkurve und kann da jeweils durchswitchen auf die einzelnen Fühler, wie sich das verhält. Und für die Statistiker unter euch, die können praktisch am Ende des Tages sehen, wie sich, aus der Hand gelegt, siehst du, da fällt die Temperatur ab. Siehst du am Ende des Tages praktisch, wie sich dein Braten zum Beispiel, wie der sich verhalten hat. Von der Entfernung her muss ich sagen, funktioniert recht gut. Wir haben eine Verbindung von hier drin, draußen bis da drin, also wir haben immer durch die Zeltwand durch, dann so 10 Meter Garten und dann eine dicke Ziegelwand, dahinter habe ich immer noch Empfang, eine Wand weiter habe ich allerdings keinen Empfang mehr. Also reicht für mich persönlich aus, um praktisch draußen das Gerät laufen zu lassen und im Wohnzimmer auf dem Handy zu gucken, inwieweit
die Temperaturen so eingehalten, wie ich mir die vorstelle. Also ist sehr, sehr gut. Gibt natürlich auch Kritikpunkte, weil Kenirät ist perfekt in meinen Augen. Und hier haben unsere Freunde aus China, weil das ist ein chinesisches Gerät, ganze Arbeit geleistet. Und zwar diese Halterung. Das ist die Halterung, womit man den Thermometer an Rost macht. Und so sieht es aus, wenn man den Fühler durchsteckt. Und praktisch hier wäre jetzt irgendwie der Moment, wo du das durch den Rost hängst. Das heißt, du müsstest du unter den Rost und dann durch den Rost die hoch oder durch den Rost runter. Also das ist eine Idee, die man damit verknüpft, die ich persönlich nicht nachvollziehen kann. Vielleicht hat einer von euch irgendwie eine Idee, wie das funktionieren soll. Mir persönlich erschließt sich das nicht. Das sieht für mich aus wie eine schlechte Kopie vom Halter, den es bei anderen Herstellern gibt. Also da hat man... Also der Witz dabei ist echt nicht für mich zu durchschauen. Ja, macht aber nichts. Kann man notfalls eine Kartoffel nehmen. Oder wenn man von einem anderen Gerät noch den Originalhalter hat, kann man den dafür nehmen. Weil in aller Regel ist es ja so, dass man in seiner Grillkarriere, möchte ich das mal nennen, schon das ein oder andere Funkthermometer verschlissen hat, weil die ja öfter mal den Geist aufgeben. Und dann hat man die Dinger oftmals über, dann kann man die nehmen. Ansonsten kann man auch eine Kartoffel halbieren. Da den durchstecken, hat man auch mal einen Halter oder ein Stück Korken nehmen, ein Stück Holz. Also alle Möglichkeiten stehen einem dabei offen. Ja, die Fühler sehen so aus. Und ja, wenn man jetzt meint, man hat noch irgendwie alte Fühler da liegen von irgendeinem anderen Hersteller und könnte die jetzt anschließen, habe ich ausprobiert. Funktioniert nicht, die zeigen irgendwelche Fantasiewerte an. Also leider Gottes haben die Hersteller nie geschafft, die alle einheitlich hinzubekommen, dass man da irgendwo bloß noch durchtauschen muss. Die für einen schmalen Taler nachzustellen, wenn wirklich mal was kaputt sein sollte oder man hier tatsächlich 6 anschließen möchte. Auch sowas sollte ja geben. Dann hat man da eigentlich ein Gerät, was man für einen relativ schmalen Taler relativ gute Ergebnisse liefert. Wie gesagt, mit der Einschränkung von dem Clip hier und dass kein Magnetfuß dran ist. Jo, also finde ich jetzt nicht so kein blödes Gerät und werdet bestimmt noch ein oder andere Mal im Einsatz haben. Wie gesagt, die Langlebigkeit von den Fühlern, das muss die Zeit zeigen, da kann ich jetzt keinerlei Auskunft zu geben. Ansonsten schaut euch doch einfach mal im Internet um, was sonst noch so an Geräten gibt. Also da gibt es eine große Auswahl von Kerntemperatur-Thermometern und Funkthermometer, Bluetooth-Thermometer, wie sie auch immer heißen. Sucht euch für euch das Richtige aus. Das kennt ihr jetzt schon. Ansonsten schaut euch die anderen mal an. Von daher bis zum nächsten Mal. Klaus grillt, feines Grillen, Barbecue. Macht's gut.